Wahrscheinlich altes Kriegsrelikt. Weil ganz Betonzeug sieht alles noch so frisch aus, ne? Ja. Diese Plattform hier, wo wir draufstehen, ne? Das ist eine komplette Plattform. Das Ganze hier. Das haben sie angeschüttet mit Felsen. Na genau, dann ist einfach mit Felsen angeschüttet. Genau wie da vorne. Das ist eigentlich der einzige Zweck. Wir stehen hier praktisch auf Felsen drauf, die es angeschüttet haben. Das ist ein See, ne? Und hier steht da Betonsäule mit eingefassten, was weiß ich, L-Halterungen. Ne? Aha, zwei sogar. Ja, das ist Kriegsrelikt. Der See, ne? Auch hier sieht man wieder beim Steinbruch hier im Waldviertel. Roman, wo befinden wir uns? Zwischen Schrempf und Gebhardt, also hier außerhalb von Schrempf. In der Nähe von Schrempf. Riesiger Steinbruch und du siehst natürlich auch wieder, dass die Brocken übereinander gestapelt sind. Ja? Ja, wieder uralt, wahrscheinlich, wie es aussieht, uraltes Gebäude. Und sieht es aus, wie, als wenn man da als zugemacht hat, einen Eingang oder eine Höhle, die man zugemauert hat, oder wo man einfach ja, Felsbrocken reingestopft hat, die eine hohe Wand mit einer Schräge. Da vorne ist ein Wagen gestellt, einen Bauarbeiterwagen, dass man es nicht sieht oder dass ein bisschen verdeckt wird oder wie. Da siehst du auch nochmal, wenn du hochschaust, von unten bis hoch, ein eingefügtes Mauerelement, übereinander gestapelte Felsen. Wie ein geheimnisvoller Eingang, so sieht es aus, ja. In der Nähe von Schrems. Hast du deine Lampen auch mit? Nein, gell? Okay. Nein. Meine wird so ein Autoding im Rahmen. Was ist da? Die großen Scheinwerfer. Hohlraum? Hohlraum? Was? Hier geht's runter, ja. Warst du auch noch einer? Ja, auch wieder. So geht's dann. Da muss ich richten. Hallo.
Das ist du? Absicht. Aber die Wand hier direkt neben dir links. Das ist auch wieder unglaublich. Und die ist so wieder völlig gerade, ne? Mhm. Ja. Jetzt völlig. Ja, war auch nicht. Ne? Rechts, wenn wir gegangen sind, rauf und rechts runter. Da gehen wir von vorne her schauen, wie das so vorne ausschaut. Also hier im Steinbruch stehen wir jetzt gerade auf einer riesigen Steinplatte drauf. Ich beschreibe es mal so terrassenförmig oder terrassenartig so. Ja, mit einer, und da bin ich mir ganz sicher, das gehört nicht zu. Wir sind zwar schon im Steinbruch drin, aber das gehört hier nicht original zum Steinbruch, sondern ist viel, viel älter. Das ist der unglaubliche Abbruchkante hier. Völlig gerade bis darüber. Da. Und überall siehst du, wo es zusammengefügt wurde oder so. Ja. Das hier ist alles Granit. Das ist original. Das sieht aus teilweise aus wie. Ja, verrostetes Metall, wie verrostete Metallplatten. Es gibt ja die Theorie, dass Granit ursprünglich Metall ist. Das Granit versteinertes Metall ist, ja, das aus ursprünglich uralten, gewonnenen oder hergestelltem Metall mit der Zeit halt Granit wird. Und wir haben halt dieses Beispiel. Ne? Du siehst doch teilweise noch, wie das rostig wirkt. Und das auch an diesem Granit, diesen frisch rausgebrochenen Granit, den man hier sieht, hast du noch diesen, ja, metallischen Glanz irgendwie noch. Ja? Das ist irgendwie noch so enthalten. Wie so einen metallischen Glanz irgendwie. Ja? Ja, und hier sieht man das normal von der Seite, da oben ist die Bruchkante, oder die Kante, wo ich gerade oben drauf stand. Dann schaut euch die Schrägen an. Die reingefallen sind in dieser Nut. Wo sieht man es besonders gut? Diese Nut, das kennt man ja von den Pyramiden, die es dann zugemacht haben. So. Und das ging hier rum. Das ist wie ein Becken. Das ist wie ein Becken. Hier geht's ja. Vorne ging es ja rum. Hier. Zu mir. Das ist echt phänomenal. Phänomenal. Das ist ja. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo ich da gefilmt habe das letzte Mal. Und da hinten die Wand? Ja, direkt da nicht. Da hinten die Wand? Egal, auf den Winkel kommst du um. Da hinten die Wand, ist ja, ja genauso. Das ist ja auch so. 3% die Winkel. Wir haben 100% Gebäude zerstört, das ist garantiert. Siehst du das? Ja, aber was ist das da drinnen? Überall. Ich sag, die Berge sind Bauwerke. Das ist riesig. Hier auch wieder ein
breite Steinplatte. Völlig bearbeitet. Ja, jetzt auch nochmal hoch. Wieder nächste. Na, das war eine ursprüngliche Wasserkaskade. Ist das hier. Dieses Wasser früher reingesprudelt, also richtig. Hier, da geht's hoch. Noch einmal. Und da auch nochmal. Hier ist früher das Wasser runtergerannt. Hier rein. Und da runter. Und da rein. Ins Becken. So war das mal. Ja, schräg, ja. Und der Vorsprung, was wir ausgebrochen haben. Meine andere Position von diesem Becken mit dem kleinen See unten drin. Jetzt sieht man nochmal schön die Wände, die schrägen Wände. Wieder völlig ebene Wände und dann diese Wand hier, diese völlig schräge Wand. Und dann wieder das hier mit dem See. Eindeutig Bauwerk. Und da muss man wirklich recherchieren, was da los war, was das hier überhaupt war. Und das Ganze hier nochmal von der Seite, dass man mal Eindruck gewinnt, wie eben diese Wand ist hier. Das ist eine Wand, die, also wie es ebener eigentlich nicht sein kann. Ne? Ebener kann es nicht sein und das hat mit dem Steinbruch nichts zu tun. Der Steinbruch hat nur insofern was damit zu tun, dass das hier vernichtet werden soll. Das ist alles. Das ist alles. Aber diese Wand, das sind Originalwände. Bearbeitet. Also unbearbeitet. Das ist eine Karte. Ja. Ja. Da siehst du es. Und dann hast du ein altes Wasserabflussrohr, prähistorisch, uralt. Dieses Loch ist schätzungsweise mehrere tausend Jahre alt. Kommt aus einer Wand. Aus einer geraden, ebenen Wand. Da müsste man eine Kamera reinschicken in das Loch, wo das hinführt. Wo das hinführt, ja. Mini-Kamera durchschicken. Mal schauen, ob es irgendwie so rauskommt. Ja. So was gibt es jetzt zum Kochen, oder? Wenn es denn das Abfluss ist, das nicht. Ja. Unfassbar. Und er ist ein Steinchen. Wieso? Aber wieder so schräg eingearbeitete Quader irgendwie spitz zugehend. Vielleicht ehemalige Pfeiler, die das Gebäude gehalten haben. Mit Kanten, was weiß ich, da oben. Da. Ja, das ist logisch, dass sie das kaputt machen in dem Bergwerk, also diesen Steinbruch hier.
Normalerweise ist es kein Steinbruch, das ist normalerweise kein Steinbruch. Das ist einfach nur eine Zerstörung von alten Bauwerken. Mehr ist nicht. Weil das ist ja eindeutig, bitte. Das ist ja sowas Schönes, habe ich, siehst du selten. Roman, ich glaube. Auch wieder ein Sockel aus dem Zweiten Weltkrieg, wo wahrscheinlich obendrauf ursprünglich mal Fliegerabwehrraketen, geschätzte Fliegerabwehrraketen oder irgendwelche Geschütze montiert wurden. Ich schätze eher Fliegerabwehrraketen, Fliegerabwehreinrichtungen, Flachs. Auf einem wahrscheinlichen Grab stehen diese Brocken. Diese Felsbrocken. Diese Brocke als Granit. Als Granitblöcke. Blöcke. Da haben wir zurück. Ich kenne das Foto vom Internet, glaube ich. Hast du es auf Facebook gehabt? Ich glaube, ich habe es auch auf Facebook zusammen. So als bearbeitet bei diesen. Das ist eine heidische Gedenkstätte in Wirklichkeit. Ja, genau. Ein sogenannter Opferstein mit der Rinne. Das ist auch kein Zufall hier, wie der steht.
Weil so ein gemauertes irgendwas ohne Fenster, weißt du? Ja, es ist ja kein richtiges Bauwerk, also wo man wohnt, weil kein Zugang ist. Aber was haben wir gemacht mit dem? War das ein... Ja, wieder so ein kleiner Teich mit diesen geraden Wänden im Hintergrund. Du genau siehst, dass es alles künstlich errichtet wurde. Uralt ist. Und da geht es so wieder rum da hinten. Oh Gott, das ist ja. Unfassbar. Man muss sich wirklich fragen, was stand hier und wie lange ist das vor allen Dingen her? Das ist, kann ja nicht lange her sein. Das gibt's ja nicht. Das ist wirklich Schlauchboot und dann loten. Abloten. Zack, zack. Oder? Ja. Und wer taucht von euch? Der hat die Taucherbrille auch dahin. Genau, du hast eine Taucherbrille und eine Taucherglocke. Du bist der Nummer 1. Ich habe die ganze Zeit aufgenommen und Blödsinn geredet. Das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja klug sein. Scheiße, das habe ich verraten. Wie deppert ich wirklich bin. Ja, das Wasser ist da gar nicht so rein oder es sieht gar nicht so klar aus, gell? Ja, eher schwarz, ne? Ja. Wer weiß, wie tief das da runter geht. Ja. Ich sag, wir müssen mit dem Schlauchboot rauf und abloten. Den Grund. Ja, hier bei einem anderen Steinbruch in der Nähe eigentlich, wieder dasselbe Muster, dieselbe Baumuster. Schräge Wände, ringsherum, gegenüber auf der anderen Seite natürlich auch. In meinen Augen eindeutig eine Fassung für ein Becken. Das ist hier wahrscheinlich uralte Süßwasserspeicher sind, um einfach Süßwasser zu speichern. Für was soll das sonst sein? Das sieht ja wirklich aus wie Becken. Die Schrägen sind immer dieselben, die wiederholen sich. Die schrägen Wände. Das ist überall am Rand, das wiederholt sich ständig. Ja. Und egal wo du hinschaust, es ist überall dasselbe. Ja, hier nochmal. Aus einer anderen Perspektive. Die Wände gegenüberliegend auf der anderen Seite. Ein bisschen ranzoomen, dass man es besser sieht. Genau dieselben schrägen Wände anscheinend, wie es aussieht, riesige ehemalige Wasserauffangbecken für Süßwasser. Tolle Gegend. Schönes Herbstbild. Die Bäume werden langsam gelb. Obwohl es eigentlich noch gar nicht so kalt ist, aber es herbstelt schon mächtig. Bei diesen Megalithenteilen hier, ja, da hinten, und auch hier siehst du die, bei den mittleren siehst du die Schräge, hier, da, da. So sieht man es hier. Sieht so aus wie Bauteile, Megalithenbauteile, die mal nebeneinander standen.
So. So einzelne Bauteile, die ineinander standen. Und das waren wahrscheinlich mal die Beckenränder. Direkt die Beckenränder, ja. Also hier vorne ist die Beckenrandkante. Da geht es schräg runter. Die Schräge der Mauer halt. Und hier genau dasselbe. Ne? Da die Kante runter ins Becken. Oben Beckenrand. Das waren mal die ehemaligen Beckenränder, die jetzt hier nur noch als Megalithenbrocken rumliegen. Wahnsinn.